Ich habe ein neues Buch geschrieben zu einem brandaktuellen Thema: Konflikte lösen, Krisen meistern, Rituale als Schlüssel. Dass ich ein neues Buch schreibe, ist ja nicht so was Überraschendes, aber ich werde mich in Zukunft sehr mäßigen. Es kommen noch zwei, die schon in der Pipeline sind, und dann machen wir Pause. Aber dieses Thema hat mich doch herausgefordert. Wir leben in einer Welt, die immer mehr Konflikte produziert, ohne irgendwelche zu lösen. Und Krisen meistern wir einfach nicht mehr, die staunen wir vor uns her. Und damit meine ich durchaus nicht nur die äußeren Kriege, die wirklich entsetzlich sind, sondern auch die Kriege in der Gesellschaft über Pandemie und so weiter. Die Kriege zwischen Familien, die Kriege innerhalb einzelner Menschen, denn auch der Kampf zwischen Immunsystem, also Infektion, Erreger auf der anderen Seite, ist ja eine Art Aggression, Krieg, Konflikt. Es gibt so viel zu lösen und es gibt so viele Möglichkeiten, die Themen auch zu durchschauen, bis zu ihren Wurzeln. Da haben wir nämlich viel, viel bessere Lösungszugänge. Wir müssen ein Stück weg von den Problemen. Wir müssen uns lösen von den Problemen, um die Probleme zu lösen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Nur dann ist es möglich. Und dieses Buch gibt diese Möglichkeiten. Der Einzelnen, dem Einzelnen, bei sich zu Hause, im eigenen Körper, in der eigenen Familie und als kleiner Mosaikstein auch ein wesentlicher Beitrag zur Gesellschaft, vielleicht sogar zur Politik. Es ist überraschend wahrscheinlich, Rituale da anzuführen. Aber es ist ganz, ganz verblüffend, was Rituale alles können. Wir wissen das schon, wir haben Studien dazu, aber wir ignorieren es noch weitgehend. Und da will ich aufrütteln und fühle auch, dass ich das machen muss, um uns Perspektiven wiederzugeben. Es ist lösbar. Wir gehen an den Anfang, schauen, wie es begonnen hat, lösen uns ein Stück, gehen in die Tiefe, schauen die Prinzipien dahinter an. Und das Buch wird all das bieten. Und ich bin froh, dass ich euch das so mundgerecht zuweisen kann, sozusagen. Und freue mich auch darauf, dass es in gute Hände, eben in eure Hände kommt. Das gilt für alle möglichen Krisen, auch für diese Krisen, die wir aus Lebensübergängen machen. Das ist durchaus nicht notwendig, da immer eine große Krise draus zu machen. Aus jeder Geburt, eine schwere Geburt. Wir könnten Übergänge wieder als Übergänge und als Chancen wahrnehmen. Und auch das nimmt dieses Buch ins Visier. Also persönlich können wir Konflikte besser lösen und Krisen zu Chancen machen, zu Entscheidungen, zu einem großen Glück sogar. Und wir können das kollektiv auch, wenn viele von uns da beitragen dazu. Das ist auch noch so ein großes Thema. Ich freue mich, dass dieses Buch jetzt das Licht der Welt erblickt und hoffentlich in eure Hände kommt. In diesem Sinne, alles Gute, euer Rüdiger.